professionelle Klappe. Wie Hollywood. Sogar ein sehr stolzer Eigenheimsitzer. Wir haben vor 20 Jahren selber ein Haus gebaut. Und das Coole daran ist, wenn man Eigenheimsitzer ist, man kann dann auch auf der Zeitachse, wenn sich Bedürfnisse ändern, das umsetzen, ohne dass man jemanden fragt. Beispielsweise, gerade kürzlich meine Töchter, so mit 15, 16 sind sie gekommen und haben gemeint, im Badezimmer die rosaroten Blättchen mit der Lilifee drauf. Das sieht doch jetzt vorbei. Und dann geht man hin und kann das selber umsetzen. Ja, das war in den 90er Jahren, mitten in der grössten Immobilienkrise, wo man gemeint hat, die Welt gehe unter. Hier haben alle verkaufen und niemand hat gekauft. Also war von dem her ein gewisses Risiko. Aber meine Frau und ich haben gesagt, wir müssen einfach die Zinsen zahlen. Das haben wir sichergestellt. Und wenn wir pensioniert werden, wenn wir das Eigenheim behalten können. Und da haben wir mit der Bank zusammen einen sauberen Plan gemacht. Und der ist bis heute zum Glück aufgegangen. Im Kanton Zug ist zusätzlich natürlich noch die Lage des Kantons. Wir haben wunderbare Wohnlagen mit See, Bergen. Wir haben aber auch eine sehr starke Wirtschaft. Das zeigt sich in diesen 40.000 Pendlern. Man muss sich da vorstellen, pro Tag können 40.000 in Kanton Zug arbeiten. Und wenn von diesen 40.000 nur 10% dort wohnen, wo sie arbeiten, sind das 4.000 Wohnungen, die es braucht. Und die Jahresproduktion ist irgendwie zwischen 500 und 700 Wohnungen pro Jahr. Schon allein von dort sieht man, dass die Nachfrage sehr, sehr stark ist. Als Marktführer für Immobilienfinanzierungen hören wir das Gras wachsen, weil praktisch jede grössere Entwicklung und Promotion geht bei uns über das Pult. Wir sind im sehr engen Austausch mit den Entwicklern. Und wer ein Haus kaufen will, soll sich doch bei seinem Berater, bei der Zucker KB melden oder auf unsere Webseite gehen, zuckerkb.ch. Man kann dort ein kostenloses Suchabo aufschalten oder, was auch ganz interessant ist, man hat dort eine Projektlandkarte, wo die Entwickler im Voraus schon ihre Informationen drauf tun und das kann man über einen Newsletter abonnieren und so ist man gegenüber von anderen einen Schritt voraus. Ja, aufgrund von der Marktentwicklung sind natürlich viele Zugerfamilien auch über den Kanton Zug ausgegangen, in die benachbarten Gemeinden und Kantonen Aargau, Luzern. Und selbstverständlich gehen wir mit unseren Kunden mit und sind auch dort präsent. Ja, also auch wenn jetzt in der jüngsten Vergangenheit die Zinsen gestiegen sind, ich meine, die Banken rechnen ja mit 5% in der Tragbarkeit. Wir sind heute bei den Hypotheken, Festhypotheken zwischen 2,5% und 3,5%. Die Nachfrage ist nach wie vor viel grösser als das Angebot. Ich glaube nicht, dass die Preise weiterhin so stark steigen wie in den letzten 2 Jahren. Aber es wird nach wie vor Druck nach oben geben, den Preisen. Jetzt gehe ich das Hirn lüften, lege meine Laufschuhe an, jogge richtig Cham und geniesse die wunderbare Region mit dem Blick auf den See und den Berg.